Und damit ganz herzlich willkommen zur nächsten Runde in League of Legends. Wir sind wieder im Jungle. Soll ich Evelynn probieren? Komm, ich mach mir den Spaß. Ich nehme sie instant. Wäre ja mal zu geil. Ich bann mal Lee. Also wenn ich jetzt tatsächlich Evelynn werden würde, das wäre echt lustig. Also erstmal für euch zur Info, heute kam das Rework raus von Evelynn. Also wenn ihr alle heimkommt, müsst ihr erstmal patchen. Und ich bin noch ein bisschen müde, das ist mein First Game heute. Ich habe sie aber vorhin mal kurz ausprobiert gegen Bots, die macht echt Laune. Also macht echt richtig, richtig viel Spaß. Was ist das denn? Ach, Sticker-Auswahl. Stimmt, das ist auch mit reingekommen, irgendwie neue Sticker und Co. Keine Ahnung, was die jetzt wirklich bringen. Evelynn wurde nicht gebannt. Was? Wir könnten echt Evelynn spielen? Was? Ich würde mich kaputt lachen, wenn das klappt. Jo, wir nehmen sie. Ich mache das einfach mal. Ich habe noch keinerlei Skillung für sie. Noch nichts, was ich wirklich kaufen soll. Einfach First Game, directly ranked. Probieren wir's. Sie macht aber richtig Spaß, Leute. Sie macht richtig, richtig Spaß. Mal gucken, was gibt es für sie für Skins? Schatten Evelynn. Sie schaut ja auch schon mal richtig, richtig cool aus. Was? Maskeraden Evelynn? Aha. Tango Evelynn. Und Resortknacker Evelynn. Ja, natürlich. Nein, wir müssen erstmal Standard spielen, aber ich möchte die nächste Zeit versuchen, mich an Evelynn ein bisschen zu gewöhnen. Evelynn scheint mir mit ein richtig, richtig, richtig geiler Champion zu sein. Oh, Twitch im Gegner, jetzt werden die harten Geschütze ausgepackt, weil ich Evelynn spiele. Okay. Ich versuche sie wirklich ein bisschen mehr zu lernen, weil sie macht vom Spielstil her mega, mega, mega viel Spaß. Es hat sich so viel geändert bei ihr. Unter anderem ist die Ulti pervers geil geworden. Also die Ulti ist richtig, richtig geil. Die ist nicht nur zum Attacken da, sondern die ist auch zum Escapen da. Was natürlich ein mega großer Vorteil ist. Und ja, generell alles andere hat sich auch total verändert bei ihr. Also es ist wirklich so krass anders geworden. Ich spiele sie auf AP. Sie ist mehr AP-lastig geworden. Aber ja, die größte Änderung ist, sie ist nicht mehr von Anfang an unsichtbar. Ne? So wie die alte Evelynn, die ist ja rumgerannt, war sofort instant unsichtbar. Nein, bei der neuen Evelynn ist es erst so, du musst erst wirklich Level 6 werden. Vorher ist nichts mit Unsichtbarkeit. So, wir probieren es aus. Wir sehen es gleich nach dem Intro. So, da sind wir in-game. Und es gibt natürlich noch keinerlei Guides oder sonst irgendwas. Ich schau mal eben, was wird mir vorgeschlagen. Lich Bane, okay. Ich werde jetzt einfach mal wirklich nach Empfehlungen bauen, mehr oder weniger. Vielleicht noch ein, zwei Änderungen, aber es ist halt jetzt wirklich First Time direkt im Ranked. Ich probiere es einfach, wenn entweder wir schaffen es oder wir verkacken es, ne? So, mal gucken, wir haben doch gar keine Sticker. Hahaha, ich kann noch nichts machen. Okay, wir probieren es einfach. Mehr als schief gehen kann es nicht. Wir müssen uns bis Level 6 müssen wir uns ein bisschen bedeckt halten. Und ja, dann schauen wir mal. Es wird schon werden. So. Das kann ja hätte bei der nächsten Zeit mit den ganzen Stickern. Oh je. So, ja, unsere Attacken, also generell erster Level 6 unsichtbar, ne? Und unsere Attacken sind jetzt wie folgt. Wir können jetzt mit der Q einen Schlag gegen einen Mob machen und dann müssen wir möglichst, wenn es mehrere sind, die in eine Reihe bringen, weil wir dann eben dreimal hintereinander nochmal Schaden machen können. Die W ist im Prinzip ein Dot und wenn der aufgeladen ist, machen wir extra Schaden. Und die E ist so ein Peitschenschlag, da springen wir auch zum Gegner hin. Und dann die Ulti, die ist natürlich mega pervers. Ihr seht, dieser große Flügel ist der Angriffsradius und das kleine ist das, wo wir danach landen. Also richtig, richtig cool. Natürlich ist es squishy wie sonst was. So, ihr seht schon, also sie macht richtig schnell Schaden.
So, ich nehme jetzt zuerst die W dazu. Setz mir die hier auf das Viech mal drauf. Ich probiere es einfach mal. Also wie gesagt, keine Ahnung, ob das jetzt so die perfekte Skillung ist. Ich muss es jetzt halt selber erst ein wenig üben. Beziehungsweise die beste Vorgehensweise, meinte ich natürlich. Also wie gesagt, es ist jetzt halt erstmal wirklich tricky. Erstmal reinkommen in das Ganze mit Evelyn, das wird jetzt halt sowieso lustig. Ich hoffe, der hat jetzt nicht invaded. Ich hoffe, der hat jetzt nicht invaded. Nee, hat er nicht. Ah, ich hätte aufladen lassen sollen. War ein bisschen dumm. Was ist halt. Es macht halt auch richtig, richtig Spaß, ne? Jetzt muss ich mal ein bisschen aufpassen. Ist aber jetzt mit Evelyn auch nicht wirklich das Problem, weil man kann halt mit ihr laufen gehen. So, und jetzt haben wir im Prinzip unseren Peitschenschlag, können aber nicht ganken gehen gerade. Das Schöne ist, wir laden richtig, richtig schnell wieder Leben auf. Auch mit ihr. So, geben wir mal dem Ding hier einen Buff. Ja, der andere versucht natürlich immer zu mir zu kommen. Ich muss natürlich immer probieren, möglichst viele zu erwischen. Ups, das war daneben. Man schlägt halt auch meistens dann in die Richtung, ne, wo man gerade hinguckt. So. Aber da läuft doch schon mal. Da war die Spinnenkönigin. Mal aufladen. Da noch ein Ward reinbringen vorher. Ja, es ist halt jetzt am Anfang noch echt tricky, aber ich denke mal, wenn man die raus hat, dann geht die richtig ordentlich ab. Und spätestens mit Level 6 dann sowieso. Wir hätten gerade auf Top vielleicht einen Gank machen sollen. Wäre vielleicht nicht verkehrt gewesen. Wir holen uns jetzt noch schnell das Tierchen und dann gehen wir erstmal einkaufen, dass wir einen Tick stärker werden. Weil anfangs ist sie natürlich mega squishy, ne? Mit Level wurde getötet, leider. Ich hoffe jetzt halt einfach, dass die Leute noch mehr oder weniger die alte Evelyn im Kopf haben. Können wir vielleicht noch... Ich schau mal, können wir vielleicht noch das... Ich hier machen? Lass mal schnell aufladen lassen. Ah, geschmeidig. Das ging doch schnell. Können wir einen Gang probieren? Man kennt jemanden erst dann, wenn man ihn um Gnade betteln sieht. Ah, nee, sie haben mich gesehen. Die haben mich gesehen. Da brauchen wir nicht reingehen. Dafür sind wir noch zu schwach. Okay, wir gehen erstmal BTB. Kaufen hier mal das eine oder andere Item. Ich bin gespannt, echt. Es macht Spaß, sie zu spielen, aber es ist halt echt Gewöhnungssache. Ne? Es ist halt echt mega Gewöhnungssache. Weiß jetzt nicht, ob Schuhe so richtig war erstmal, aber naja. Ich denke mal, man muss mit ihr sehr, sehr stark auf Schaden gehen von Anfang an. Damit sie möglichst den Damage-Output relativ früh bekommen. Weil gerade durch die Ulti natürlich, die wird so mega krass. Ich muss auf Top-Lane, ich muss helfen. Hättest du nicht warten können? Er hat aber noch keine Ulti, ne? Wenn wir uns beeilen, kriegen wir ihn. Er haut jetzt natürlich ab, weil er im Kopf hat, dass ich unsichtbar bin. Der weiß natürlich noch nicht, dass ich noch nicht unsichtbar sein kann. Weil viele, die sich jetzt gerade mit Jungle nicht auskennen, die spielen natürlich jetzt Evelyn auch nicht. Lustig wird es halt dann wirklich, wenn sie unsichtbar ist. Ne? Dann wird sie halt mega stark. So. Guck mal, dass wir noch schnell die Wölfe holen. Die Raptoren meine ich. Okay, ich merke gerade, man muss den Buff wirklich durchlaufen lassen, sonst macht er kaum Schaden. So.
Ich mag die. Wir gehen mal wieder Richtung Blue. Und danach dürften wir Level 6 fast sein. Vielleicht noch die Wölfe. Wer braucht Hilfe? Botlane. Komm so schnell ich. Nein, ich wollte das Smite rausbringen. Ihr habt's doch gesehen. Scheiß Blue killt mich. Mann, nein. Warum ging das Smite nicht raus? Ich hab doch drauf gedrückt. Man hat doch den Kreis gesehen. Ach, wie ärgerlich. Das ist... Sowas ist ätzend. Wenn das passiert, wenn der Skill einfach nicht mehr raus will... Warte mal, wer noch mehr möchte. Das ist mega ärgerlich. Aber okay. War doch blöd, dass die gerade versucht hat zu invaden. Ja, und die kriegt dafür dann natürlich noch die Belohnung und holt noch einen Kill. Ich glaub's ja nicht, ne? Ich glaub's ja wohl nicht. Komm. Wir sind halt zu zweit, ne? Aber die haut ab. Die haut leider ab. Überlass einfach alles mir. Im Kiten ist sie halt echt ideal. So. Jetzt sind wir Level 6 und ab jetzt werden wir unsichtbar. Die Nacht ist mein Schleier. Ein Stückchen hin. Okay, wir haben sie. Leider hat es die andere nicht überlebt. So. Okay, dann gehen wir mal auf die Top-Lane ganken, weil jetzt werden wir zur Gankmaschine. Ritze ihre Haut, peitsche sie aus. Wir machen erst noch Red. Der Vorteil ist, du kannst halt echt ganz gemütlich rumgucken erstmal. Mann, wieso stirbt denn der da oben so oft? Ist halt keine gute Startvoraussetzung, dass jeder Lane gerade Hilfe braucht. Weiß nicht, er wird wahrscheinlich zu viel Leben haben. Ja, genau. Bei mir bist du in guten Händen. Gib es zu. Ja, hat er gut gemacht, dass er rauskommt. Der weiß aber allerdings nicht, dass ich noch da bin, ne? Ich würde ja gerne ihn nochmal probieren. So. Was er nicht weiß, macht ihn noch nicht heiß. Ist halt geil, was Evelyn so zwischendrin sagt. Aber das ist jetzt halt, wie gesagt, das ist der Starthype. Ich werde, wie gesagt, mehr trainieren und hoffen, dass ich mit der richtig abgehen kann. Also das ist, sie macht mir echt megamäßig viel Fun. Und ja, es wäre doch gelacht, wenn man die nicht draufkriegen. Also wenn ich die drauf habe, denke ich mal, kann man mit der echt megamäßig viel töten. Okay, wir müssen gucken, dass das Leben der Gegner unter 30% ist, wenn wir die Ulti zünden. Oh, jawohl, sie hat ihn. Sie hat ihn. Sehr nice. Was ich alles mit dir anstellen werde. Was ich nochmal gucken muss, ist, wie man die W am besten einsetzt. Also quasi, dass das... Das mit einem gewissen Skill besser prockt als mit einem anderen. Vielleicht mit der E. Muss ich mal testen. So, wir gehen jetzt mal hoch. Komm schon, lass mich an. Lol, der hat doch Ulti gezündet. Ich koste jede einzelne Hab ihn. Nichts wird verschwendet. So. Licht aus. Das Coole ist halt, wir heilen uns wieder. Wir heilen uns einfach richtig, richtig schön hoch.
Einzige, was mir ein bisschen auf den Sack geht, ist dieses Aufgeladen. Das ist das Einzige, was mich ein bisschen an ihr stört, aber ich denke mal, wenn man das richtig raus hat, kann man damit gut arbeiten. So. Wir gehen weiter Richtung Botlane. Gucken mal, dass wir da unten vielleicht noch einen Gang machen können. Oh shit. Ich hätte warnen sollen. Ich hab's zu spät jetzt aber selber gemacht. Bin halt noch voll fixiert drauf, sie zu spielen. Schnell, schnell, schnell. Wir müssen da hin, wir müssen zum Tower. Weil die wollen den jetzt natürlich machen wahrscheinlich. Kommt was oder kommt nichts? Nee, kommt nichts. Dann werden sie wahrscheinlich Drake machen, aber das kann ich alleine eh nicht verhindern. Weil wir sind halt wirklich squishy ohne Ende. Ah, jetzt sind sie auf dem Tower. Jetzt sind sie auf dem Tower. Aber ich fühle sonst nichts. Ein Stückchen hin. Vor der Halle. Treffer. Leiden. Zumindest ihr. Ach, Menno. Scheiß Twitch hat auch noch langsam auf mich drauf gemacht. Das hatte jetzt nichts damit zu tun, dass ich die noch nicht kann oder so. Das war einfach blöd gelaufen gerade. Ah, blöd, blöd, blöd. Ich gehe jetzt natürlich zuerst auf Lichbane. Und probiere damit vielleicht ein bisschen Schaden zu machen. Ich glaube, ich muss ja auch mehr im Nahkampf probieren, ne? Ich glaube, ich muss wirklich probieren, auch Autohits auf die Gegner drauf zu kriegen. Alter, der geht mir da oben ein bisschen auf den Kranz, ne? Ich werde probieren, den nochmal zu holen. Damit Ründer zum Farmstatus kriegen, aber das Problem ist, der feedet den da oben gerade ziemlich. Der hat 4 Kills. Was ist da los? Jede Lane ist am Losen, das geht gar nicht. Da kannst du halt nicht viel machen dann. Entspann dich einfach. Und tschüss. Da hat's geklatscht, mein Freund. Ich denke, wir sollten Schluss machen. So. Das ist halt das Geile. Er war unter 30% Leben, dann knallt's. Dann knallt's halt richtig. Oh, komm, 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 komm. Wir müssen dahin. Ja, genau. Bei mir bist du in guten Händen. Komm nicht ran. Leider komme ich nicht ran. Der ist einfach noch zu schnell. Okay, wir müssen erstmal zu Blue. Hast du mit Blues gemacht? Was? Nicht nett. Dann holen wir uns halt unseren Red. Aber wir stehen bis jetzt gar nicht schlecht, muss ich sagen. Also dafür, dass ich es jetzt zum ersten Mal spiele. Ich meine, klar, wann hätte ich es auch sonst spielen sollen, ist er jetzt halt erst rausgekommen mit Freeberg. Oh nein! Kommt die Sonne raus bei mir, weil gerade meine Vorrichtung so geklappt ist, dass das Fenster ein bisschen zu bleibt. Ich wollte nicht unbedingt einen Roller runter machen. Sehe ich kaum was. Heute ist voll der Sonnenschein hier. Ah, Mist, dass jetzt der blöde Tower fällt. Nee, das kann man nicht machen. Oh, ich sehe gerade gar nichts mehr. Das muss ich gleich mal eben richten. Da ist einer. Komm schon. Wo ist er? Was will ich? Lol. Ich riech das mal eben. Ich mute euch mal ganz kurz. Ein Verbündeter wurde getötet. So, da bin ich wieder. Jetzt aber schnell einkaufen.
Das war jetzt nicht auf die Schnelle richtig hingekriegt, wie ich es haben wollte. Aber egal. Habt ihr, ich sehe wieder was. Natürlich auch mein Mikro alles verschoben hier. Ja, blöd, weil die Sonne kommt bei mir gerade direkt ins Gesicht. Durch das Leiden lernen sie mich zu lieben. Jeder. Komm, schnell, 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 schnell. Nein! Oh, du. Überlass einfach alles mir. Kriegen wir den? Meine zwei Lieblingswörter. Okay, wir sind weg. Aber das ganze Team ist halt echt nicht gerade der Bringer. Ich schlüpfe nur kurz in etwas Schmerzhafteres. Es ist ärgerlich jetzt gerade, dass jeder ihn wirklich verliert. Ich quäle sie, bis ihnen die Schreie ausgehen. Oh ja, natürlich hat die ihre kleinen Viecher jetzt gerade da. Anfassen erlaubt. Zuschauen. Ein Stückchen hin. Oh lol, ich habe nicht auf mein eigenes Leben geachtet. Das war mein Fehler. Twitcher hat natürlich direkt auf mich geschossen. Ich muss noch mal ganz kurz eben das Licht. Das geht mir auf den Keks gerade mit der Sonne. Ich sehe kaum was. Das ist so ätzend. So, jetzt sehe ich was. Jetzt dürfte es besser werden. Ich muss mal auf meine Wards rausbringen. Entspann dich einfach. Ich werde dich. Alter! Der Schaden war jetzt geil. Einfach mal reingeflasht. Dafür ist natürlich Evelyn jetzt mega krass, ne? Du flasht rein, haust halt einfach mal die Ulti raus, Gegner stirbt, GG. Alter Finne. Das ist natürlich mega. Das kann halt jetzt nur echt Evelyn machen. So. Mensch, irgendwie passt hier bei mir gerade gar nichts. Sorry, wenn es ein bisschen rauscht und ruschelt, weil ich hier echt alles am Verschieben bin auf meinem Schreibtisch. Damit ich halbwegs eine vernünftige Spielposition kriege. Das ist halt echt gar nicht so einfach, wie man sich das manchmal vorstellt, mit so einem Mikrofon vor der Nase. Die haben natürlich einen großen Membran. Und dementsprechend nimmt das halt auch viel Sicht ein. Nein, verdammt. Ich fühle nichts, bis sie etwas fühlen. Wieso sterbt ihr da oben? Hört doch auf zu kämpfen. Oh, das verstehe ich nicht. Die sind sowas von behind. So mega von behind, ja? Haben null Chance und kämpfen bis zum Kotzen. Was soll das? Muss ich nur aufpassen, die werden jetzt natürlich kommen. Was für uns im Dunkeln zu flüstern. Was ich alles mit dir anstellen werde.
Eieiei. Aber ich sag mal so, für unsere erste Runde finde ich mich jetzt gar nicht so schlecht mit dir. Ich muss es natürlich mal üben, ne? Aber die erste Runde ist doch schon mal, hat ja schon mal eine Laune gemacht. Wir haben immerhin schon 5 Niederlagen. Ist ausbaufähig auf jeden Fall, aber schaut euch mal den Rest vom Team an. Da kann ich halt nicht viel machen. Das ist halt einfach ein insgesamt scheiße Team. Also, ich meine mich inklusive, aber der Rest des Teams war halt auch einfach nur scheiße. Das Gegner-Team ist gefühlt, das sollte man da machen. Wir können vielleicht jetzt noch 1-2 Kills abgreifen, aber viel wird da nicht mehr drin sein. Komm schon, pass mich an. Boah! Nee. Hätte ich die Ulti gehabt, hätte ich noch einen Kill gekriegt, aber ohne Ulti nicht mehr. Ach, ärgerlich. So. Gucken, können wir noch ein Item irgendwie holen vielleicht. Nee, klappt auch nicht mehr. Ach, ist gut. Das ist jetzt sowieso rum. Aber trotzdem, sie macht richtig, richtig Spaß. Na, komm nicht nochmal ins Leben. 15 Sekunden. Darik alleine wird wohl die Base kaum besiegen. Vor allem wenn Jin, guck mal, Jin und Dings schaffen das wahrscheinlich nicht mal, die beiden aufzuhalten. Das sind nur Tarik und Twitch. Ich meine Twitch okay, aber trotzdem. Tarik macht die ganze Zeit einen Nexus. Was geht da ab? Haltet ihn doch einfach auf. Ja, jetzt kommen sie. Jetzt kommen sie. Ah, ich wollte die Ulti nochmal. Ich habe sie nochmal ausgelöst, aber hat nichts mehr gebracht. Ja. Ah, ich kann mir dran. Schade. Also war eine geile Runde. Wir sehen uns im nächsten Game von League of Legends. Ich trainiere die bis dahin noch ein bisschen und dann schauen wir mal weiter, wie es dann läuft. Bis dann, haut rein, ciao, ciao.